Gehen wir uns das mal rein. Das ist ein ganz, ganz altes Video. Ich weiß gar nicht, ob das ein paar von euch sogar kennen. Das ist richtig alt. Da war er noch, glaube ich, bei Manchester United damals. Oder war er schon bei Real Madrid? Ich weiß es nicht. Zu der Zeit auf jeden Fall. Ronaldo, das war so ein Experiment. Ronaldo ist rausgegangen und wollte einfach mal einen Tee trinken gehen irgendwo. Und dann gucken, was passiert. Gucken wir uns an. Ich glaube, das war aber Real Madrid-Zeit, oder? Ach, guck mal, wie die alle schon direkt gucken. Aha, guck mal. Ey, stell mal vor, Alter, stell mal vor, du sitzt einfach in so einem Lokal, du sitzt einfach hier und dann kommt einfach Ronaldo, Digga. Ja, okay. Und wir alle gucken, Digga. Krank. Guck mal, da sitzt Ronaldo einfach. So normal. Mal, die Frau ist die Erste. Na Foto. Ja, vale. Na Foto. Okay, sag. Vale? Nada, ciao. Hallo. Aqui para ter a fotos. Vamos. Boah, die ganzen Chayas kommen. Das ist sympathico. Digga, also, klar, Ronaldo könnte sich aussuchen, wen er will, so gefühlt. Na klar, aber ist auch die Kacke, Digga, weil der weiß halt nie, ob er jemanden findet, der oder die wegen ihm als Charakter da ist. Ne? Aber ich glaube, Georgina hat da einen guten Fang gemacht. Also, so wie sie rüberkommt, sie scheint ihn schon sehr zu lieben. Also, so kommt mir das vor. Aber kann auch alles natürlich, ach, Digga, weiß man nicht. Wenn du Ronaldo bist, du hast halt, Digga, wenn du eine Frau kriegst, diese Frau wird den Rest des Lebens und ihre Kinder alle werden so viel Kohle haben, Alter. Ey, ja, ne? Nada, ciao. Ah, guck mal, könnt ihr die Tabelle sehen. Guck mal, achtet mal. Oben rechts Fotos, links Tee. Wie viele Schlücke der hat. They're probably wondering, is he normally this nice? Die wundern sich, ist der wirklich immer so korrekt? La última. Er ist mir einfach nicht sympathisch. Digga, wie kann denn Ronaldo dir nicht sympathisch sein? Spätestens nach solchen Aktionen oder... Bruder, Ronaldo ist unnormal sympathisch, Alter. Guck dir seinen Werdegang an. Guck ihn dir einfach an, was der für Sachen auch schon macht. Was der spendet, wie der drauf ist privat. Ich finde den super cool, Alter. No va a ser la última, dame. A ver, ¿cómo se hace esto? Que no sé. Sé que bien lo has hecho. A ver. ¿Está bien? Digo yo. ¿Tú sabes mucho de esto? Den muss man einfach lieben, Digga. Der Typ ist der Wahnsinn. Sí, ¿no? Está bien, está bien. Muchísimas gracias. Está bien, está bien. Hola. Digga, die fragt einfach, können wir noch ein Foto oder bist du bald weg? Digga, wenn die so blöd fragt, wenn ich Ronaldo wäre, ich gesagt, ich bin jetzt weg, wir können kein Foto mehr machen. Digga, ein Foto dauert 2 Sekunden. Todavía no, 2 Minuten schon. Vamos. Has llamado tus amigas, eh? You called all of your friends. Digga, die war die Erste, diese Frau hier war die Erste, Bruder, die hat ihren ganzen Laden geholt, die ganzen Chayas kommen, guck mal hier. Die machen sogar Videos, alles direkt. Vale, ciao. Last one, okay? Vamos, las dos a la vez. Digga, guck mal, nur Chayas, Alter, was geht da ab? Wahnsinn. Guck mal, Ronaldo direkt am Flirten. Arbeitest du hier? Damals. Donde? Wo ist die Tienda? Where is your store? Perfumeria. Tiene mi perfume ahí o no? Do you carry me my new cologne or has it... Perfume. Cristiano Ronaldo Legacy. No llegó. Not yet. Hay que hablar con los fornecedores. Geil, also die hat nachgefragt, ob die sein Parfüm haben. Meint die, nein, haben wir noch nicht. Está trabajando mal. Ja, guck mal, viele Fotos, Alter. Du estás trabajando, ¿dónde voy a sacar fotos? Not taking photos. Vamos, habla con tu patrón y... You need to chat with your boss. No más fotos, ya. No more photos. Pero la última, ¿no? Last one. Ich glaube, ich würde heulen, Leute, wenn ich zu ihm hingehe und er sagt, nee, keine Fotos mehr, Digga. Boah, ich würde heulen, Alter. Guck mal. Ach cool, der wurde von hinten einfach erschrocken, guck mal. Der ist erschreckt. Guck mal. Guck mal, der hat bisher 3 Schlücke von seinem Tee genommen und hat schon gefühlt 30 Fotos gemacht oder so. Vale.
krank. Picture for my son. Stell dir mal vor, eure Mutter trifft Ronaldo und macht ein Foto mit ihm. Boah, Digga, wie krank das wäre. Digga. Das ist so krass, ne? Ach, er sagt sogar. Keine Always Fotos filming, mehr. Please, come on. Let's go now. Even the guys left his job to take a picture, look. Vamos. Digga! Junge, für diese Fotos! Am Ende, guck mal, so viele Fotos und 4 Schlücke von seinem Tee. Das ist so krass, Alter. Also wenn du so ein Ronaldo bist oder auch generell Fußballer, der bekannt ist oder generell eine bekannte Person. Ja, Privatsphäre ist nicht viel, ne? Das ist halt der Preis, den man dafür geben muss, keine Frage. Krank, Alter. Meint ihr, er hat gutes Trinkgeld dagelassen, Leute? Ja. It's a good signal that people admire my job, people like the way I am, and it's good. I feel good. I feel good. It's a good signal that I'm a good player. Was wäre der, ehrlich, das wäre der Moment, wo ich glaube ich heulen würde. Genau, das wollte ich auch noch euch zeigen hier. Cristiano Ronaldo in Discus, Manchester United, da hat Ronaldo sich als Dingens verkleidet, hat sich so ein bisschen breiter gemacht und so, der mit seinem Hund da war und so, das ist auch so geil, ich habe das Video so lange nicht mehr gesehen. Guck euch das mal an, so Undercover Ronaldo unterwegs. Richtig geiles Video, Alter, ich habe das so lange nicht mehr gesehen. Ich hätte ihn einfach so Bart gemacht. Ich würde ihn sofort erkennen. Sag ich so, wie es ist. Ich würde ihn trotzdem sofort erkennen. Ich bin in sowas der Profi, Digga. Würdet ihr nicht erkennen, seid ehrlich, Chat. Wenn er so vor euch stehen würde, würdet ihr nicht erkennen, hey, der sieht doch aus wie Ronaldo und euch dann denken, ah, das ist Ronaldo? Oder wie würdet ihr da denken in dieser Hinsicht? Das ist ja so ein riesen Ding, dass er so breiter aussieht. Madrid, Spain, ah, da war der schon in Madrid. Der kommt mit so einem Hund noch, ne? Stimmt. Oh, wie süß der Hund einfach ist. Digga, Ronaldo geht einfach Gassi. Kannst du dir vorstellen, Ronaldo gerade am Gassi gehen. Der Hund so süß, Alter. Oh, ich liebe solche Hunde. Die sind alle richtig süß. Ich liebe Hunde generell, Alter. Hier fängt er an, einfach rumzutricksen. Ja, hat versucht Panna zu geben, hat nicht geklappt. Geil. Aber ich glaube, ich würde es erkennen. Boah, stell mal vor, du bist einer, der den Ball zurückgespielt hat, aber hast nicht erkannt, dass er das ist. Und du siehst irgendwann so nach einem halben Jahr später dieses Video und denkst dir, oh mein Gott, das war Ronaldo, Alter. Aber gucken da schon welche so auf Undercover zu? Gucken da schon welche? Ist das Ronaldo? Vielleicht guckt er so oder die Frau hier? Ne, ich weiß nicht. Ja, geil. Oh mein Gott. Stimmt. Er fragt die eine einfach, ob er sein... Oh mein Gott. Kann ich deine Nummer haben? No, sorry. Ich habe das Video damals gesehen, schon länger her. Digga, wenn die wüsste, dass das Ronaldo wäre. Die sagt einfach F. Wenn die das danach gesehen hat, Digga, oh mein Gott, das ist einfach nein. Hey. Aber die Leute filmen schon, guck mal hier. Der hat ihn, glaube ich, erkannt, ne? Ich glaube, der hat ihn erkannt. Ui. Jetzt sammelt der Spenden oder wie? Was macht er?
Weil der Hund da am Chillen ist, ey. Ich glaube, die erkennt. Meint ihr, die Leute haben den erkannt, dass es Ronaldo ist? Oder die filmen den einfach, weil die denken, ey krass, der macht ja einfach voll die Skills auf der Straße? Un cansancio, eh? Un cansancio, eh? Jetzt gönnt er sich seinen Apfel. Doch, safe. Guck mal, die sind ja richtig am Diskutieren. Die gucken so, ey, ist das nicht Ronaldo? Sieht aus wie Ronaldo. Digga, man erkennt ihn doch, wenn er lacht. Safe. Ja, ha, und los. Wow. Oh. Guck mal, wie die da hinten auch gucken. Man sieht doch so am Laufstil, dass es Ronaldo ist, oder? Seht ihr nicht? Oha. Stell mal vor, Digga, so einfach behinderte Vorstellung. Stell mal vor, irgendeiner, der spielt ja gerade gegen den, der bricht ihm einfach so die Beine aus Versehen. Ronaldo Karriereende, ach geil. Aber wisst ihr, was ich mir denke? Ach geil, sieht einfach auch aus wie Ronaldo verkleidet. Was ich mir denke, guck mal, die filmen ja, da filmt ja irgendeiner mit einer Kamera. Und vielleicht denken sie sich auch deswegen, hä, wieso wird der die ganze Zeit gefilmt, der Typ, wer ist das? Weißt du, wie ich meine? Ach so, die Kamera ist ja voll weit weg. Ah, spielt ja mit dem kleinen Jungen da. Boah, guck mal, diese Spritzigkeit noch bei Realzeit. Tak, 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 diese Skills. Tak, tak, tak. Hey. Oha, guck jetzt, Freunde. Nicolas. Guck mal, die Leute jetzt schon kommen, die haben es schon erahnt, die Leute jetzt. Alter, guck mal, wie alle direkt kommen, ne? Alter. Weil sofort eine Horde ist hinter, eine Herde ist hinter dir. Oder war das Di Maria? Und er sah einfach aus wie Di Maria. Guck mal. Hä? Na so, ich schwöre, ich dachte gerade Di Maria, Alter. Guck mal hier. Der ist hier. Guck mal, wie viele Leute da direkt sind. Alle am Filmen, alles. Aber Security ist auch da. Ich glaube, das ist so Security. So ein paar Leute, klar, Security muss. Krass. Schwöre, ich dachte gerade. Sehr geil. Das ist auch wieder so eine Kampagne mit diesen Kopfhörern, Alter. Aber sehr geil, ey. Sehr, sehr geil. Der Hund einfach untergetaucht in der Menge. Ich schwöre, wo ist der Hund denn?